So, Freunde, da bin ich wieder. Überraschung, ich bin trocken. Also noch, oh je. Mal gucken, wie lange. Ja, so, jetzt muss ich nur mal ganz kurz nochmal mein... meine Befestigung hier quasi... lose machen. So, zack. Ja, und dann kann es auch schon wieder zurückgehen. Ja, das sind jetzt so Step by Step so ein paar kleine... Naja, was heißt hier Übungen? Übungen oder einfach halt eben so ein bisschen Fun. Just for fun. Weil man muss sich halt eben die Pause so angenehm wie möglich gestalten. Jetzt habe ich meine Sonnenbrille vergessen. Und jetzt scheint mir die Sonne direkt ins Gesicht. Oh je. Da muss ich gleich erstmal niesen. Oh ne. Oh je. Oh Mann. Ja. Oh, nee, das ist aber wirklich sehr hell. Ja, also, heute habe ich das alles so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht entspannter, sondern so ein bisschen, auch nicht routinierter, aber so ein bisschen mit Bedacht angegangen oder bin das alles mit Bedacht angegangen. Gestern war mein erstes Mal mit dem Kajak und da dachte ich mir von wegen, ach, was soll da schon schief gehen? Und dann knall ich mich da rein, paddel los und... Naja, das war alles halt eben so halb gut. eigentlich überhaupt gar nicht gut. Eigentlich, naja, wisst ihr ja, was gestern passiert ist. Ich habe mich reingesetzt. Mit ein bisschen zu viel Schwung habe ich mich da reingeknallt. Und was ist passiert? Kajak ist hinten runter. Zack, richtiger fetter Schwall Wasser hinten rein. Und natürlich auch direkt ins, ja, halt eben hier bei mir rein. Also da, wo ich gerade sitze. Ende vom Lied. Ich war komplett nass, bis auf die Unterhose. Hose war nass, Unterhose war nass, Socken waren nass, alles war nass. Ja, dann musste ich erstmal schnell nach Hause. Zum Glück habe ich, ist nicht weit nach Hause. Also Kajak raus, nach Hause, neue Klamotten angezogen. Und dann wieder aufs, ja, nicht aufs Wasser, sondern im Laden halt, ne? Weil ich muss ja den Laden noch aufmachen. Ja. Und das wird aber heute nicht so passieren. Heute ist es zum einen etwas ruhiger auf dem Wasser. Und zum anderen, ja, konzentriere ich mich ein bisschen mehr drauf. Und ja, man darf halt eben manche Sachen nicht unterschätzen. Zumal oder erst recht nicht, wenn man es neu macht, wenn man irgendwelche Sachen neu für sich entdeckt und dann mit zu viel Elan reingeht. Ja. Oh ja, oh nee. Ja, und das ist das nächste Thema. Jetzt muss ich kurz die Kamera switchen, weil da vorne kommt die Stanhude. Warte, sieht man das? Ja, da vorne kommt die Stanhude. Und ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hinfährt. Ja, höchstwahrscheinlich dann halt eben zum Anleger, ne? Wo denn auch sonst hin? Aber ich will da auch jetzt hin. Deshalb warte ich jetzt mal kurz ein bisschen ab. Jo, wobei ich kann eigentlich schon Gas machen. Ja, muss ich ein bisschen abwarten. Damit die... Oh, jetzt muss ich schon wieder niesen. Oh je. Ja, das ist ja her. So, die Stanhude ist jetzt quasi... So ein bisschen vorbei, die seht ihr jetzt gerade vor mir. Und links vor mir noch ein Leihboot, also so ein Motorboot. Also es ist heute schon recht viel Verkehr, jetzt nicht unbedingt so wie im Hochsommer oder dergleichen, aber schon relativ viel Verkehr. So, und jetzt ist ein kleines Bötchen an mir vorbeigefahren. Die Wellen nehme ich jetzt quasi frontal, weil das habe ich auch so ein bisschen gelernt. Wenn ich beispielsweise Eis im Meer quasi mit der Yacht rumschippere, dass ich dann die Wellen der Vorgänger bzw. allgemein Wellen immer frontal nehme und natürlich nicht seitlich. Das ist ja klar. Und das verhält sich hier nicht viel anders. So, jetzt ramme ich die Stanhude, komm. Jetzt aber Gas. Jetzt aber Gas. So,
Die Stalude setzt jetzt gleich an oder legt jetzt gleich an. Sonst sind hier jetzt momentan keine Boote mehr in Sicht, deshalb ist es auch schön still auf dem Tümpel hier. Ja, so ist es. Ja, jetzt werde ich dort wieder hin zurückkehren, wo ich auch das Boot her habe. Von der Planke 138 von dem Inhaber Alex. Der hat mir das gestern und heute zur Verfügung gestellt, dass ich dann halt eben so ein bisschen damit üben kann, ob es mir überhaupt Spaß macht und ob ich das Ding überhaupt handeln kann und so weiter und so fort. Recht herzlichen Dank dafür, lieber Alex. Und ich glaube, in dem Sommer hast du, oder für den Sommer hast du einen neuen Gast gefunden, der sich dann in seiner Pausenzeit mit dem Paddeln beschäftigen wird. Ja, kann man mal machen. So, jetzt kann ich eigentlich wieder die Kamera zu mir switchen. Die Stalhude ist soweit jetzt angelegt oder ist noch am Anlegen. Ja, ich schaue mir jetzt einfach mal noch mal kurz den die Planke an. Wobei, da kann ich auch schon wieder, warte mal kurz, dann machen wir doch noch mal kurz einen Switch. Zack. Weil das ist eigentlich ein schönes Bild. Das ist doch ein schönes Bild unserer Stalhude. So sieht die nämlich aus. Längsseits legt sie jetzt an. Ja, herrlich. Ja. Ja, das waren die Seitenstrahlruder. Das waren die Seitenstrahlruder der Stalhude. Ja, und angelegt ist es. Wunderbares Eventschiff. Hier könnt ihr richtig schön feiern. Feiern machen oder Rundfahrten. Oder Catering bzw. richtig tolle Küche gibt es da drauf zu sehen. Nicht zu sehen, sondern zu verköstigen, zu essen, zu speisen, zu trinken. Vom Allerfeinsten. Und hier geht es jetzt drauf zu. Hier geht es jetzt drauf zu, direkt auf die Planke 138. Das ist die Planke. Das ist auch der Ort, wo ich mein kleines Kajak hier mir gemietet habe für heute. Servus, ich grüße dich. Chris van Luys, der geilste DJ im Umkreis von Wunstorf, Schaumburg und keine Ahnung was. Moin Chris, hi. Grüß dich. Hier vom Stein oder Meer. Ja, und das ist hier die Planke. Das ist der Ort, wo ich mir das Boot gemietet habe. Das könnt ihr hier vorne an der Planke gerne tun. Das könnt ihr hier vorne an der Planke mieten. Beim lieben Alex, die Planke 138. So. Und dann könnt ihr es euch auch so bequem machen wie ich. Ich möchte gar nicht, also heute möchte ich echt gar nicht mehr aufhören. Gestern war ich verhältnismäßig unsicher und so ein bisschen bange. Aber heute läuft das. Aber ich muss auch dazu sagen, heute ist es wirklich auch mega windstill. So, jetzt nochmal die Frontkamera. Zack, da bin ich wieder. Hallo. Ja, heute ist es auch wirklich recht windstill. Also heute ist ein etwas anderer Schnack wie gestern. Weil gestern war es jetzt auch nicht großartig windig oder wellig oder wie auch immer. Aber dafür, dass ich gestern das allererste Mal in so einen Kajak gestiegen bin und wir schon so ein, leichten Wellengang hatten, war es alles in allem nicht unbedingt der optimale Zeitpunkt zum Testen. Das hätte ich heute mal wieder machen sollen. Naja, aber dafür hatte ich gestern nassen Arsch. Heute ist alles trocken, heute ist alles wunderbar. Es hat alles bestens geklappt mit dem Ablegen hier und Anlegen im Ratskellergelände, wo ich gerade eben war. Und dort wiederum das Ablegen und Anlegen. Es klappt alles heute sehr gut. Ja, passt alles soweit. So. Ich denke mal jetzt, das Anlegemanöver jetzt gleich, das wird auch nicht großartig
Nee, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil nachher platsche ich wieder rein und dann habe ich den Salat. Aber ich denke, das wird auch wieder ganz gut klappen. Weil jetzt habe ich so festgestellt, dass das alles mit der Ruhe immer ein bisschen besser klappt. Dass ich jetzt nicht überhastet oder sowas aufstehen muss, sondern einfach Step by Step gechillt. Ne? Gestern war das alles halt eben so ein bisschen euphorisch und überhastet. So. Das ist dann der Anleger jetzt. Hier geht es gleich hin. Und zwar da ganz vorne, der ist relativ niedrig, relativ ja, tief im Sinne von, dass ich dann besser hier aussteigen kann und dort den Anleger betreten kann. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich jetzt mit meiner Kamera dann nicht irgendwie gegen datsche. Aber ich glaube, das könnte klappen. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ihr seid jetzt live dabei. So. Warte. So. Jetzt ist es natürlich ein bisschen unruhig, weil ich mich halt eben nicht vorwärts bewege. Oh, warte mal, muss ich doch mal ein bisschen korrigiert einmachen. So. Jetzt paddeln wir mal kurz zurück. Henning Kracht, ich grüße dich, Henning Kracht, hallo. So, jetzt mal kurz zurückgepaddelt und jetzt noch mal kurz Anlauf nehmen. Ich liege ganz gut in der Zeit, deshalb kann ich mir heute halt so ein kleines bisschen erlauben, dass ich hier so ein bisschen hin und her experimentiere. Mach den Laden um 16 Uhr erst auf gleich und ich bin ja direkt in dem Laden, von daher klappt das so, pass auf, so, jetzt rechts, so. So, und jetzt lasse ich mich dran treiben und ich sag mal so, geschafft, ne? Perfekt. So. So, Freunde, ich denke mal, ja, was heißt ich denke, ich glaube, ich schaffe auch jetzt diesen Ausstieg hier, aber vorher werde ich ja, die Kamera ausschalten und mich nochmal bei euch herzlich bedanken für den Besuch bzw. fürs Zuschauen. Ja, wenn ihr Bock habt, also ich finde das eine pralle Sache. Es macht Spaß hier auf so einem kleinen Kajak durch die Gegend zu gondeln. Warum nicht? Also ich mache das jetzt in der Pause wahrscheinlich demnächst ein bisschen öfter. Ich habe ja von 14 bis 16 Uhr meinen Laden geschlossen und kann mich dann ja mit dies und jenem beschäftigen und ja, jetzt habe ich halt eben dieses hier für mich entdeckt. Mal gucken, wie lange es anhält. Es macht Spaß. Ja, ist halt eben ein bisschen wetterabhängig alles. Mal schauen. Wie auch immer. Ich denke, das wird, oder das war das zweite Mal. Ja, du magst E-Boote. Ja, E-Boote sind ja halt eben was für dich, ne? Was für faule Leute. Nein, Scherz, Scherz beiseite. Na klar, E-Boote sind auch was Feines, klar. Auf jeden Fall. Ja, aber ach, ob jetzt E-Boote oder Paddelboote, ich finde es irgendwie schön, einfach so ein kleines bisschen autark zu sein, einfach so auf dem Wasser und dann an nichts großartig denken, außer halt eben ein kleines bisschen die Natur zu betrachten. Ja, und den Moment genießen, die Pause genießen, sich erholen und darauf kommt es an. So, Freunde, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und ich werde jetzt die Kamera ausschalten und mich hier rausbegeben. Ich denke, wir sehen uns ganz bald. Nächste Woche wird übrigens das Wetter richtig, richtig klasse hier in Steinhude. Liebe Freunde oder Steinhude mehr Freunde, die es noch werden wollen. Die Wettervorhersage sieht nicht schlecht aus. Und von daher, egal wo ihr euch befindet und wenn ihr so ein kleines bisschen Zeit habt, besucht doch mal das Steinhude Meer. Es lohnt sich auf jeden Fall. Hier gibt es ja, viel jung und alt etwas. Hier wird für jeden was geboten. Es mausert sich alles hier in Steinhude. Wir haben jetzt reichlich Neuerungen, die es sich echt lohnt zu entdecken. So, Freunde, jetzt verbleibe ich aber mit besten Grüßen. Sage bye bye. Tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen. Euer Basti und ich werde mich jetzt erstmal aufmachen in die Planke 138, wo ich auch das Bötchen her habe und mir so schöne Pilsette rein verleiben.
Danke fürs Zuschauen. Bye bye, euer Basti.